Los Angeles, Welthauptstadt der Gangs. Hausdurchsuchung. Aufmachen. Heimat von 700 Gangs, Geburtsstätte der Bloods und der Crips. Seit fast 40 Jahren kämpfen diese Gangs um die Vorherrschaft auf den Straßen. Schön ruhig verhalten. Doch es droht neue Gefahr. Ihr gemeinsamer Feind, die Latino-Gangs. Tötet die Schwarzen. Wir Latinos haben das Sagen. Auf den Straßen herrscht Krieg. Die hier beschützt mich jeden Tag. Und ich möchte wissen, wer gewinnt. Das ist Los Angeles im US-Staat Kalifornien, der zu den größten Wirtschaftsmächten der Welt gehört. L.A. ist berühmt für seine florierende Film- und Fernsehindustrie und ist Wohnort vieler Stars. Doch es ist auch berüchtigt als Welthauptstadt der Gangs. Im letzten Jahr ging jeden zweiten Tag ein Mord auf das Konto von Gangs. Allein im Februar 2008 wurden fast 2000 Gewaltverbrechen verübt. Die Bloods und die Crips kämpfen seit Generationen um die Vorherrschaft auf den Straßen. Aber die Machtverhältnisse scheinen sich zu verschieben. Die Latino-Gangs gewinnen an Stärke. Und ich bin hergekommen, um sie zu treffen. Inmitten der rivalisierenden Gangs liegt das Sheriff's Department. Viele Gegenden in und um Los Angeles haben Probleme mit Gangs. Eine der bekanntesten ist Compton. Diese kleine Gegend südlich von Downtown L.A. hat die größten Gangprobleme. Compton hatte bis vor wenigen Jahren die höchste Mordrate in Amerika. Und erst letzte Nacht wurde hier ein Mord begangen. Das Gerichtsgebäude und die Polizeiwache dominieren die Umgebung. Für das Gangproblem hat die Polizei hier eine eigene Einheit. Ich treffe auf amerikanische Polizisten, wie man sie sich vorstellt. Die Deputies Mark Sanagawa und Ben Torres. Sind das die Gangs? Ihre Namen, ihre Gebiete, und zwar nur in Compton. Wie viele gibt's denn? 68 aktive. 68 aktive Gangs? Ja. In diesem einen Viertel? In Compton, ja. Das bedeutet mehr als 5 Gangs pro Quadratkilometer. Wie verteilt sich das? Sind es mehr Latinos oder mehr Schwarze? Ich schätze 50-50. 50-50. Schwankt das? In den frühen 90ern waren eher Schwarze vorherrschend. Aber es hat sich verändert aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, ja. Die Gangs haben sich also analog verändert. Genau. Dann zeigt man mir allerlei Dinge, die man den Gangs abgenommen hat. Gangmitglieder stecken ihr Territorium klar ab. Sie wollen allen zeigen, dass sie einer Gang angehören und tragen dementsprechende Klamotten. Die rote Kappe hier ist von der Blood Gang. Das W steht für Westside Piru. Eigentlich ist es eine Baseballkappe der Washington Nationals, doch für sie bedeutet Rot Blut und W Westside Piru. Sehen Sie mal hier, das sind ein paar Bloods bei einer Beerdigung. Wenn Sie näher rangehen, sehen Sie, dass die Mutter ein P-Zeichen macht. Doch sie macht es andersrum. Normalerweise geht es so, für Piru. Und sie macht das Zeichen über dem Sarg ihres Sohnes. Ja, genau.
Die Bloods verwenden kein C, weil das für Crips steht. Hier auf dem T-Shirt steht Tannic, aber die Cs sind durchgestrichen. Kein Blood würde ein Wort mit C in den Mund nehmen. Coffee heißt bei ihnen Boffy. Also ich war in Bumpton auf eine Cup of Boffy? Ja, nein, auf eine Bub of Boffy. Bub of Boffy. Nicht Cup, ich war in Bumpton auf eine Bub of Boffy. Und sie sprechen das absolut fließend, ohne zu stocken. Doch wenn es nichts mehr zu besprechen gibt, greifen die Gangs zu Gewalt. Das sind die Waffen, die auf der Straße benutzt werden. Die Polizei besitzt ein ganzes Waffenlager. So lassen sich abgefeuerte Kugeln einer bestimmten Waffe zuordnen. Damit jagt man keine Enten. Stimmt, das Ding dient nur einem Zweck. Es hat sogar ein Bajonett. Das wird wehtun. Um gegen diese tödlichen Waffen anzukommen, hat die Polizei ihr eigenes Arsenal. Das hier ist eine sogenannte Stingball-Granate. Sie ist aus Gummi. Man nimmt sie wie eine normale Granate in die Hand und zieht den Stift. Wenn man sie dann wirft, gibt es erst einen Knall und mit kurzer Verzögerung schießen 32 Gummikugeln heraus, die auf die herumstehenden Menschen treffen. Sie dient in erster Linie der Ablenkung und der Abschreckung und sie hat einen psychologischen Effekt. Wenn sie hochgeht, glauben die meisten, da kommt noch mehr raus als Gummi und sie werfen sich auf den Boden. Das hier ist eine Betäubungsflinte. Sie verschießt Beanbags. Da ist ein Stück Stoff mit Kügelchen drin, der rausfliegt. Wie diese Beanbags, die man werfen kann. Sie treffen die Leute, dringen aber nicht ein. Das hier kennen Sie sicher. Ja. Das ist ein Karabiner mit abnehmbarem Schaft und einem guten Magazin. Ganz schön heftig, was Sie da dabei haben. Aber das scheint notwendig zu sein, oder? Wir sind da draußen weit unterlegen. Wir versuchen einfach nur gleichzuziehen und das hier ist notwendig dafür. Natürlich zücke ich das Ding nicht bei einer Verkehrskontrolle. Klar. Nur wenn die Lage es erfordert. Ich will mir selbst ein Bild vom Gangproblem in Compton machen und die Deputies sind einverstanden, dass ich sie begleite. Ich will herausfinden, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen Schwarzen und Latino-Gangs in L.A. verändert hat. 10-4, wird eine ruhige Fahrt. Es ist Mitternacht und ich bin mit den Deputies Ben Torres und Mark Sanagawa auf Streife in Compton. In diesem Teil von Compton sind die Gangs besonders aktiv. Hier rechts liegt der Campanella Park. Im Sommer bei schönem Wetter sind hier mehr Menschen unterwegs. Dann gibt es mehr Alkohol, mehr Drogen, mehr Party und auch mehr Opfer. Richtig. Wenn Sie sich draußen aufhalten, gibt es mehr Opfer und mehr Verdächtige. Schon nach kurzer Zeit treffen wir auf eine Gang. Schön ruhig verhalten. Du, bleib da. Du da hinten, Hände nach vorn, damit ich sie sehen kann. Wir sind hier um die Ecke ins Gebiet der Bloods gefahren. Die Bloods in Compton nennen sich selbst Pyroos. Sie haben gewürfelt, hängen hier rum und werden jetzt auf Drogen untersucht. Beweg dich nochmal und wir schießen. Lass das Geld fallen. Los! Die Polizei geht aggressiv vor, um die Straßen frei von Drogen und Waffen zu halten. Heute Nacht finden sie aber nur eine kleine Menge Marihuana. Vorname? Ricky. Warum Ricky? Das kommt von Rick Four. Ist die Augenklappe neu? Ja, ein Schuss ins Gesicht. Ihr seid von Latino-Gangs umgeben, oder? Stimmt. Ich habe Ihnen davon erzählt. Die Leute hier befinden sich zwischen den Fronten. Mittendrin. Wir sind ja unter anderem hierher gekommen, um herauszufinden, ob es zwischen den Schwarzen und den Latino-Gangs tatsächlich einen Rassenkrieg gibt. Was meinen Sie? Gibt es den? Ja, zweifellos. Ja, gar kein Zweifel. Können Sie das mit Fakten belegen? Nun, wenn zum Beispiel ein Mitglied einer schwarzen Gang erschossen wird, weiß man sofort, wenn das eine rivalisierende Latino-Gang war. Die brüllen ihren Gangslang oder ihren Gangnamen, während sie schießen, um allen klarzumachen, wir haben auf euch geschossen. Und wir haben keine Angst, euch zu sagen, wer wir sind. Wem gehören die Schlüssel? Natürlich will ich wissen, wie alles begann.
Sie sagen, es fing vor Jahren mit einer Drogenabzocke an. Die Schwarzen verkaufen Drogen im Latino-Gebiet, geben aber vom Gewinn nichts ab. Es dreht sich alles nur ums Geld. Wenn meine Gang Drogen verkauft, dulde ich keine schwarze Gang, die nebenan die gleichen Drogen verkauft. Am Ende gehen meine Kunden dorthin. Und bekommen sie billiger. Schlecht fürs Geschäft. Die Gangs der Bloods und der Crips wurden in den 70ern gegründet. Schon bald darauf hatten sie ihre Territorien, ihren Wohngegenden entsprechend abgesteckt. Mit der Bevölkerungsstruktur veränderten sich auch die Gangs. Und in Los Angeles kommen heute auf jeden Schwarzen 5 Latinos. Die Gangkultur spiegelt diesen Bevölkerungswandel wider. Das Gitternetzsystem der Stadt ermöglicht den Gangs zudem die Abgrenzung nach Rassen entlang den Straßen. Vor 5 Jahren habe ich Bloodhound, ein führendes Mitglied der Bloods, getroffen. Seine 20 Schussverletzungen zeugen von seinem Leben als Gangster. Heute treffe ich ihn wieder, um mit ihm über die Situation zwischen den Schwarzen und den Latino-Gangs zu sprechen. Ich habe kurz telefoniert. Gehen wir ein Stück? Wenn es dir nichts ausmacht, bei Rot über die Straße zu gehen? Nein, brechen wir das Gesetz. Das Gesetz brechen? Das ist ja nichts Ungewöhnliches. In der Vergangenheit war Bloodhound das Ziel anderer schwarzer Gangs. Doch kürzlich wurde er von Latinos angegriffen. Erstaunlich, dass du noch hier bist. Sie haben mir eine Rohrbombe ins Auto gelegt und mit dem Anlasser verbunden. Mein Kumpel hat den Motor gestartet. Wir wussten ja nicht, dass da eine scheiß Bombe im Auto war. Und das Ding ging hoch. Mein Gesicht stand eine Minute in Flammen. Das klingt nach nicht viel, aber es hat gebrannt, vor allem hier. Um die Augen herum hat es mich erwischt. Ich habe versucht, das Feuer zu löschen, aber das ging nicht. Es mit dem T-Shirt zu ersticken ging auch nicht. Also habe ich meinen Kopf in einen großen Kübel Wasser gesteckt. Um es zu löschen. Ja, genau. Es musste ein Jahr abheilen und ich durfte nicht in die Sonne. Ja, das war unvermeidbar. Ich musste umziehen. Mein jetziger Wohnort ist geheim. Ich verrate niemandem, wo ich mit meiner Familie wohne. Wir sollten jetzt besser gehen. Ja, lass uns gehen. Dann los. Seit unserem letzten Treffen sind wir beide älter und weiser geworden. Der Bombenanschlag hat Bloodhounds Leben verändert. So sehr, dass er sich heute um Frieden zwischen den verfeindeten schwarzen Gangs in seiner Gegend bemüht. Und weil man ihn respektiert, kann er ein Treffen mit ein paar schwarzen Gangmitgliedern arrangieren. Am Tag darauf erhalte ich einen Anruf und ich fahre zurück in Bloodhounds Wohngegend. Als ich ankomme, sagt er mir, dass 2 Crips bereit seien, mit uns zu reden. Außerdem habe er sie hergebracht. Das sei sicherer, als in Crip-Territorium vorzudringen. Womit er nicht gerechnet hat, einer von ihnen macht ein Gangzeichen und provoziert damit einen der hier wohnenden Bloods. Wir sind hier in Bloodhounds Gegend, offensichtlich Gebiet der Bloods, um ein Interview zu führen. Bloodhound hat ein Treffen mit ein paar Mitgliedern der Crips arrangiert. Anscheinend haben die sich aber bei ihrer Ankunft vermummt und einer hat ein Gangzeichen gemacht. Der junge Blood, auf den er gerade einredet, will nun eine Waffe holen. Bloodhound versucht ihn zu beruhigen. Sehen Sie nur, wie jung der ist. So, er hat ihn beruhigt. Bloodhound sorgt dafür, dass er nicht rauskommt und unseren Mann erschießt. Der Crip namens Tiny Smurf muss fort von hier, falls der Blood doch noch herauskommt, um ihn zu erschießen. Töricht wie wir sind, verstecken wir ihn in unserem Auto. Hey, Smurf. Hey,
Keine Gangzeichen mehr, keine Spielchen. Du findest das vielleicht lustig, aber ich lebe hier. Da ist der kleine Blatt. Er scheint sich noch nicht beruhigt zu haben. Nein, ich hab's ihm zwar erklärt, aber er ist sauer, weil unser Freund hier Spielchen treibt. Die werden versuchen, mich einzukreisen. Man kann nie wissen. Tiny Smurfs selbst verursachte, aber berechtigte Paranoia zeigt, dass wir alle in Gefahr schweben. Wir müssen daher einen sichereren Ort für das Interview finden. Schnell weg von hier. Zu uns gesellt sich die 19-jährige True Blue. Sie wurde ein Crip, weil ihr Bruder auf dem Heimweg von der Schule grundlos niedergeschossen wurde. Von einem Blood. Wie ist es als Frau in einer Gang? Spielt man da eine Frauenrolle oder die gleiche wie die Männer? Das hängt ganz von der Frau ab. Und wie weit willst du gehen? So weit, wie ich gehen muss. Was passiert, wenn ein Mädchen von einer Gang mit einem Typen von einer anderen Gang ausgehen will? Kommt das überhaupt vor? Das kommt vor, ist aber nicht gut, weil es Ärger bedeutet. Wenn ich eine meiner Bräute mit einem Slop erwisch, wird sie das büßen. Vielleicht töten wir sie auch gleich. Slop bedeutet Blood? Ja, kommt drauf an, ob sie sich bewährt hat. Wenn sie ein paar Streifen oder Sterne hat, bringen wir sie nicht um. Dann wird sie verprügelt und von der ganzen Gang vergewaltigt. Und sie muss die Gegend verlassen. Wie ist allgemein die Situation zwischen den Latino- und den schwarzen Gangs? Das kommt auf die Gegend an. Auf der Eastside geht es viel härter zu. Es ist immer das Gleiche. Schwarze und Latinos knallen sich ab. Es hat nichts damit zu tun, ob du in der Gang bist, nur mit deiner Hautfarbe. Es hängt alles von der Gegend ab. Der Rassismus greift auch auf die Gangs über? Oh ja, immer. So war es von Anfang an. Auf der Straße will jeder die Kontrolle über Drogen, Waffen und Grundbesitz. Im Grunde geht es um Macht und Kontrolle. Also regiert der Dollar? Mehr oder weniger. Nicht die Liebe, oder? Geld und Mord. Liebe spielt nie eine Rolle. Zeit, die Crips aus dem Blood-Territorium zu bringen. Während der Fahrt bemerke ich etwas, das ich schon zuvor in Ganggegenden gesehen habe. Das tun sie, wenn jemand stirbt. Das repräsentiert die Seele. Sie werfen die Schuhe darauf, um sicherzustellen, dass sie hier auf der Straße weiterlebt. Das ist wie ein Name, ein Erkennungszeichen. Sie kriegen nun mal keine Ehrenmedaillen und die wenigsten können sich Grabsteine leisten. Also machen wir das so. Die da drüben sind von einem ermordeten Blatt. Es scheint, als seien die schwarzen Gangs in Bewaffnung und Anzahl unterlegen und entschlossen, sich gegenseitig umzubringen. Somit stellen nun die Latinos die mächtigsten Gangs in Los Angeles. Ich will sie treffen, doch sie gelten als verschlossen, sehr gefährlich und ein wenig kamerascheu. Um dennoch an sie heranzukommen, benötige ich Hilfe. Zwei Tage später will mich ein Kontaktmann eine Stunde vom Stadtzentrum entfernt auf einem Parkplatz treffen. Hallo? Hier ist Ross Kemp. Wir treffen uns an den Strommasten, okay? Es ist Mitternacht und ich folge meinem Kontaktmann. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo wir sind. Unser Schicksal liegt in deren Händen. Hoffentlich geht das alles gut aus. Wir fahren in eine Sackgasse. Dort soll ich nach Joker fragen. Hey Mann, was willst du hier? Ich suche Joker. Hey, was ist los? Joker? Was machst du hier? Ich will mehr über die Latino-Gangs wissen. Werden die mit mir reden? Falsche Straße, Mann. Du fängst dir gleich eine Kugel ein. Hier führt kein Weg raus. Wie viel willst du für die Kamera haben, Nigger? Sieh dich um, das sind meine Jungs. Riverside, alles Homies, klar?
Sureños. Southside. Und das ist unser Zeichen, das machen wir hier. Südkalifornien, Mann. Joker will nicht mit uns sprechen, bevor er uns nicht überprüft hat. Unterdessen hat er uns mit ein paar Sureños zusammengebracht, Latino-Gangmitglieder aus dem Süden von Los Angeles. Wir folgen gerade Joker und zwei Wagen voll mit Gangstern. Sie bringen uns zu einer Gang namens Cali's Finest, deren Mitglieder uns ihr Viertel zeigen werden und das, was sie so treiben. Wir sind fast eine Stunde unterwegs. Die Polizei hält bevorzugt Autos an, die im Konvoi fahren. Also versuchen wir, unentdeckt zu bleiben. Schließlich haben wir das Ziel erreicht. Diese Gang macht aus ihren Ansichten keinen Hehl. Scheiß Nigger. Jeder Nigger, der hier vorbeikommt, wird erschossen. Wir töten diese Motherfucker. Mit denen will hier keiner was zu tun haben. Das ist die Gang, so heißen wir. Cali's Finest. Müsst ihr auf der Hut sein, wenn ihr das hier hinsprüht? Beunruhigt euch das? Das ist uns egal, das ist unser Revier. Die sollen nur herkommen und sich mit uns anlegen. Das gehört alles uns, die ganze Gegend. Wir bewegen uns da, wo wir alles kontrollieren. Und kontrollieren das Gebiet, in dem wir uns bewegen. Wer hierher kommt, wird weggepustet. Das ist unser Gebiet. Und mit uns legt man sich nicht an. Hier kommt keiner durch. Jeder schwarze Motherfucker gehört abgeknallt. Tötet die Schwarzen. Wir Latinos haben das Sagen. Diese Jungs mögen wie Graffiti-Künstler erscheinen, doch sie tragen alle Waffen. Pisto, mit 24 schon ein älteres Mitglied, hat es schon recht lang geschafft zu überleben. Die hier beschützt mich. Verstehst du? Ja. Und sie ist geladen. Ja. Klar? Die hier beschützt mich jeden Tag. Ich lasse sie niemals zu Hause. Was hältst du von den anderen Gangs um dich herum? Wenn sie nicht aus meiner Gegend sind, scheiß auf sie. Die sind nichts wert. Das sind Tiere. Weißt du warum? Weil sie mich genauso schnell abknallen werden wie ich sie. Verstehst du? Die kommen und schießen auf mich. Wenn du nicht aus meiner Gegend bist, dann erschieße ich dich. Sieh dir meine Knarre an. Die ist geladen. Ich seh's. Ich bin ein Gangster. Die Tags, die wir gesehen haben, mögen wie einfache Graffiti aussehen. Tatsächlich setzen die Gangs aber Duftmarken. Sie markieren ihr Revier und tun das an der Grenze zu anderen Territorien. Wäre in dem Moment eine andere Gang vorbeigefahren, hätte es eine Schießerei gegeben. Mich hat auch ihre rassistische Sichtweise schockiert. Und ihre Hingabe an ihre Gang und ihre Gegend. Dafür würden sie sicher auch töten. Ich möchte wissen, was diesen Hass schürt und hoffe, dass mir Joker ein paar Antworten liefert. Nachdem er uns überprüft hat, will er sich nun mit uns treffen und über sein Leben sprechen. Es ist Sonntagmorgen und wir sind in Riverside. Ich treffe mich mit Joker, der uns hoffentlich einen tieferen Einblick in die Vorgehensweisen der Latino-Gangs gewährt. Joker wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Mein Besuch sieht harmlos aus, doch sein Ruf eilt ihm voraus. Letzte Nacht wurde mir klar, dass er ein echter Gangster ist. Hey, what's up, Ross? How you doing, man? What's going on? All right. Good to see you. Die Tattoos auf seinem Körper sind ein Beleg dafür. Danke für die Einladung. Ist mir eine Ehre. Das ist meine Frau. Und der Kleine? Das ist Ethan. Hi, Ethan. Er ist mit Essen beschäftigt. Und dir geht's gut? Ja. Warum bist du hier? Wir wollten ein bisschen mit dir plaudern, um zu verstehen, wie die Latino-Gangs operieren. Wir sind tätig, glaub mir. Ja, ja, das ist schon klar. Sag mal, deine Tattoos sind ja nicht nur Verzierungen, die bedeuten auch was, oder? Ja, alle.
Die an den Beinen haben einen kulturellen Hintergrund. Das bezieht sich auf Menschenopfer, die man tötete, häutete und sich dann selbst die Haut überzog. Das heißt, wenn du dich mit mir anlegst, ziehe ich mir deine Haut über. Du bist ein totes Arschloch. Wann ging das los? Die ersten Tattoos habe ich mir zugelegt, als ich im Knast war. So läuft das nun mal. Ich war in meiner Zelle, ich habe mich gelangweilt. Ich war abhängig, weißt du? Und dann habe ich eben angefangen, mich tätowieren zu lassen. Ich habe Kohle gemacht, indem ich andere umgenietet habe, niedergestochen und so. Auf Befehl? Ja, natürlich, auf Befehl. Waren das Leute aus Latino-Gangs? Jeder Latino, der nicht gehorchte, musste zurechtgestutzt werden. Also haben wir uns drum gekümmert. Sie getötet oder nur verletzt? Wir haben sie eingeschüchtert, manchmal auch getötet. Solche Scheißkerle müssen gnadenlos umgebracht werden. Dieser Schriftzug um deinen Hals, was steht da? Eine Seele mit guten Absichten. Ja. Das bin ich. Joker hat mir ein paar der Tattoos auf seinem Körper erklärt. Jetzt rasiert er sich den Schädel, weil da einige Tattoos drauf sind, die so eine Art Abzeichen für seine Taten im Gefängnis sind. Er hält sie aber die meiste Zeit bedeckt, weil sie sehr auffällig sind. So macht man das. Jetzt sehe ich aus wie Ross Camp. Wie gesagt, so macht man das. Wenn man einsitzt, zeigt so ein Glatzkopf, wo man herkommt, oder? Ja, und es gibt einen Grund für die Glatze. Wir sind Krieger. Wir rasieren uns den Kopf, damit die Haare beim Kampf nicht im Weg sind. Sie keiner packt. Genau. Auch wenn du von der Southside bist, du bist... Sureño. Sureño. Ja. Ja, sieh dir meinen Nacken an. Was steht da? Da steht Sureño. Und das heißt, ich bin ein Sureño. Sagst du uns was über die Kopftattoos? Über welches? Als erstes über die Worte, ich war's nicht. Das ist für die Bullen. Wenn sie mich schnappen, ich war's nicht. Ich stehe noch. Ja, da habe ich eine Narbe. Ich wurde im Gefängnis von einer Hantel getroffen. Von einer Hantel? Von Gewichten? Ja, aber ich bin nicht gefallen. Ich stand noch. Nach dem Motto, na und? Das Männergesicht dort bedeutet sicher auch was. Das Schreiende? Ja. Was ist da passiert? Dazu kann ich dir nichts sagen. Aber es ist, was es ist. Dann musst du dir deinen eigenen Reim drauf machen. Gut, okay. Aber sowas lässt du dir doch nur machen, wenn du tatsächlich... Dazu sage ich auch nichts. Alles klar, Mann. Willst du, dass deine Jungs auch mal in eine Gang... Scheiße, nein. Ich wusste, dass du das fragen würdest. Und weißt du was? Ich will, dass meine Jungs nie da hineingeraten. Ich liebe meine Kinder und ich werde ihre Ärsche aus der Gang raushalten. Sie werden frei sein. Und wenn sie doch einer anrührt, werde ich die Drecksäcke umbringen. Darauf kannst du dich verlassen. Joker war sehr gastfreundlich, gab jedoch nicht viel Preis. Er gab zu, auf Befehl zu handeln, doch das Schweigegelübde, das in der Latino-Gang besteht, brach er nicht. So what's the next move? Where do I go? Where do I stay? Where do I work? Where do I rest? Where do I play? It feels as though I've been up in this gridlock for days. Still I'm hoping that it stops, but hey, life got me stressed through. Die Polizei verriet mir, dass die Straßengangs letztlich zentral gelenkt werden. Von einer Gefängnisgang, bekannt als die Mexican Mafia. The next move, yo, life got me stressed through. Yeah, but every time I'm
Ich bin 2 Stunden nach Norden gefahren, zum Kern Valley Staatsgefängnis, das 5000 Insassen beherbergt. Hier durch? Unbedingt. Unsere Insassen haben keinerlei Perspektiven. Für die ist hier Endstation. Endstation. Was Gangmitglieder und ihre Verbündeten betrifft, die landen letztlich hier. Zu ihrer eigenen Sicherheit hat man die Männer in diesem Hof vom Rest der Häftlinge getrennt. Schwarze, Weiße und Latino-Gangmitglieder teilen sich diesen Raum. Als Gegenleistung für ein besseres Leben. Viele von ihnen stehen auf der Abschussliste. Das bedeutet, sollten sie in den Haupttrakt verlegt werden, ist ihr Leben in Gefahr. Die meisten haben lebenslänglich, oder? Nur selten kommen hier welche raus. Ja, richtig. Das sind also in erster Linie Schwerverbrecher. Das ist wohl wahr. Die sind nicht hier, weil sie in der Kirche zu laut gesungen haben. Nicht deswegen? Okay. Das Gangproblem hat so große Dimensionen angenommen, dass nicht nur die Polizei Sondereinheiten unterhält, sondern auch die Haftanstalten. Das ist die Ermittlungseinheit. Lieutenant John Garza ermittelt seit 14 Jahren gegen Gangs. Mich interessiert, wie Gangbefehle ins und aus dem Gefängnis gelangen. Die Mexican-Mafia bedient sich einer Methode namens Keystrain, um Nachrichten, Schmuggelware, Drogen und sogar Waffen von einem Sicherheitsbereich zum anderen zu leiten. Sie stecken sich das Zeug in den After und werden deshalb von den Vollzugsbeamten nicht erwischt. Diese Textnachrichten werden Kites genannt. Darauf werden so viele Informationen untergebracht wie nur möglich. Mit welchen Stiften machen die das bloß? Wenn Sie das jetzt mailen oder in einem Paket oder einem Brief versenden wollten, hätte das normale Größe. Doch Sie machen das so klein, eben weil es im Rektum eines der Insassen transportiert wird. Da gehört einiges dazu, um so viel so klein zu schreiben. Sie üben das. Sie lernen hier, wie man in Miniaturschrift schreibt. Es fällt mir schwer zu verstehen, warum Straßengangmitglieder Befehle befolgen, die sie von ein paar Typen erhalten, die niemals wieder freikommen. Die Mexican-Mafia kontrolliert die Gefängnisse. Den Straßengangs wird gesagt, befolgt unsere Anweisungen. Tut ihr das nicht und ihr oder eure Familie kommt ins Gefängnis, werdet ihr oder sie dafür bezahlen. Die Sureños haben klare Regeln und Vorschriften. Kleinere Verstöße ahnden sie, indem sie die Opfer zusammenschlagen. Das ist dann wie eine Disziplinarstrafe. Man wird gemaßregelt. Das heißt, benimm dich. Genau. Du hast die Regeln gebrochen. Tu das nie wieder. Falls doch, bist du tot. Ja. Auf schwerwiegende Verstöße folgen drakonische Strafen, die mit einer Vielzahl an selbstgebauten Waffen vollzogen werden. Die hier nennt man Tomahawks. Die Insassen fertigen sie, indem sie eine Rasierklinge am Griff einer Plastikzahnbürste befestigen. Die Sureño-Gang benutzt die, um dir eine Narbe im Gesicht oder auf dem Körper zuzufügen. Das Zeichen wird Spanisch Puto genannt. Und das bedeutet, du bist ein Verräter. Diese Narbe, die sie dir vorzugsweise im Gesicht beibringen, signalisiert dann allen, dass du nicht zu den Guten gehörst. Wenn sie dich so brutal angreifen und dich so schwer verletzen, nennt man das Hard Hit, also schwerer Schlag. Sie sagen damit, du bist in unserer Gang nicht länger akzeptiert und du wirst nicht mehr geduldet. Die Furcht vor den Gefängnisgangs führt zu allgemeinem Schweigen. Angesichts der Verletzungen, die ich sah, überrascht mich das nicht. Ich muss jemanden finden, der mit der Mexican-Mafia in Verbindung steht und bereit ist, mit mir zu reden. Ich fahre deshalb zurück nach L.A. Thank you.
Drei Tage später bekomme ich einen Kontakt zu einem Mann, der mit La M, der Mexican Mafia, zu tun hatte. Man sagte mir, ich solle ihn an einem geheimen Ort nahe des Sunset Strips treffen. Mit dem Gespräch ist er einverstanden, weil er nach einem geplatzten Drogendeal Groll gegen die Mafia hegt. Vor zwei Jahren aus der Haft entlassen, fürchtet er nun um sein Leben. Sie sagen, ich hätte Ihnen Geld geklaut. Okay. Sie haben mich freigegeben. Ein Killer auf dich angesetzt? Ja. Ich wurde angeschossen und niedergestochen, bis es mir zu viel wurde. Da bin ich ausgestiegen. Erzähl mir, wie La Emme aufgebaut ist und arbeitet. Von oben nach unten. Ganz oben sitzt einer, dann kommen vier Captains, vier Generals, vier Lieutenants und vier Sergeants. Die kümmern sich darum, dass alles in geordneten Bahnen verläuft. Their job is to make sure that everything's being taken care of. Auf den Straßen gibt es in jeder Gegend noch einen Soldaten, den Shotcaller. Ein Verbündeter, kein richtiges Mitglied. Der ist nur ein Verbündeter. Das ist einer, der versucht, in die Mafia reinzukommen. Der die Drecksarbeit macht, der sie bei ihren Aktivitäten unterstützt, was Drogen, Geld oder die Kontrolle der Gebiete betrifft. Und du warst ein Killer. Ich habe für sie getötet, Überfälle gemacht. Die sagten, dass ich ein Drittel von dem, was ich einstreiche, behalten kann. Wenn es um $100,000 ging, habe ich ein Drittel genommen und den Rest abgegeben. Und wenn du dich geweigert hättest? Hätten sie mich umgelegt. Stimmt es, dass sie Familien ermorden lassen? Es kam vor, dass sie Mutter, Vater, zwei Brüder und die Schwester erledigten. Und nur das Baby leben ließen. Es ist nun klar, dass La Emme große Macht besitzt. Doch warum wollen junge Gangmitglieder unbedingt ins Gefängnis und sich hier anschließen? Weil wir wissen, dass wir in der Nähe eines Mitglieds, selbst wenn der erst in 5 Jahren entlassen wird, noch 5 Jahre von ihm lernen können. Wir wissen das. Wir wissen, dass 99,9% von uns nach der Entlassung Einfluss haben werden. Und das bedeutet, dass wir Geld haben werden. Autos, Drogen und Waffen und was sonst noch dazu gehört. Ihr hofft also darauf, dass La Emma euch zeigt, wie ihr ihre Befehle befolgt, damit ihr, wenn ihr rauskommt, mehr Geld verdient? Ja. Und Teil des Systems werdet. Das ist im Grunde alles, wonach wir, die wir in diesen Gegenden leben, wir sagen Ghetto dazu, wonach wir streben. Du sagst, du weißt morgens nie, ob du abends noch leben wirst. Zuerst habe ich in Angst gelebt, aber dann habe ich mir gesagt, wenn es passiert, dann passiert es eben. Ich schätze, dass ich nun für alle Fehler in meinem Leben bezahlen muss. Ich habe einen Sohn, der sich herumtreibt, Gras raucht, und ich sehe ihn und sehe mich in ihm. Und ich sage ihm, was tust du da? Das ist es nicht wert. Danke für das Gespräch. Ältere Gangmitglieder und Shotcallers trichtern jüngeren Mitgliedern die Idee von Loyalität und Identität ein und versprechen ihnen Wohlstand. Der einfache Zugang zu legalen oder illegalen Schusswaffen hat zur Folge, dass jede Form von Respektlosigkeit, sei es ein Gangzeichen oder das Betreten eines fremden Gebietes, mit Schusswaffen beantwortet wird. Wenn erstmal Blut geflossen ist, bleibt den jungen Männern nichts übrig, als in der Gang zu bleiben. Ihnen ist klar, dass sie am Ende im Gefängnis landen werden. Folglich geben die meisten einen großen Teil ihrer Einkünfte von der Straße an die ab, die alles kontrollieren. Und das ist die Mexican Mafia, La Emme. Letztlich wird alles vom Geld beherrscht. Und Geld heißt Macht. The money is the power. Unser Aufenthalt hier ist zu Ende.
Doch gerade als wir abreisen wollen, erreicht uns ein Anruf von Joker. Verabschieden will er sich jedoch nicht. Er lädt uns ein zu einem Jump-In. Spitze, der ist es. Ein Jump-In ist eine Aufnahmezeremonie, bei der ein junger Mann von der Gang getauft wird, indem er von den Mitgliedern verprügelt wird. Das wird heftig. Heftig? Ja. Bist du bereit? Das bin ich. Es ist meine letzte Nacht in L.A. Und ich wurde zu einer Aufnahmezeremonie eingeladen, um zu sehen, wie man Mitglied einer Latino-Gang wird. Ein 13-jähriger Junge hat heute sein Jump-In. Das bedeutet, er wird von 4 Gangmitgliedern so lange verprügelt, wie man bis 13 zählt. Vielleicht finden Sie das schockierend, doch ich versichere Ihnen, dass dieses Ritual schon viele durchlaufen haben. Und wenn er erstmal in der Southside River Gang ist, bleibt er dafür immer. Wie geht's dir kurz davor? Jetzt gerade ganz gut. Und danach? Auch noch gut? Nicht wirklich. Nicht, oder? Nein, aber ich tu's trotzdem. Du tust es? Ja. Du willst unbedingt in die Gang? Ja. Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Viel Glück. Das brauche ich. Um in die Gang zu kommen, muss er sich gegen die anderen behaupten. Los, steh auf, Mann, hoch mit dir! So ist's gut. Das war's, Mann. Jetzt bist du ein Reaver. Homie, du bist ein Reaver. Willkommen bei uns. In den letzten 5 Jahren wurden tausende junger Männer auf diese Weise in Latino-Gangs aufgenommen. Wie geht's dir, okay? Ja. Ja? Blute aber noch. Du bist drin. Wie fühlt sich das an? Ja? Gut. Gut? Ja. Jedenfalls bin ich jetzt nüchtern. Du bist ein Reaver, Baby. Ein Southside Reaver. Ja. Die meisten gehen in Deckung und blockieren. Er aber nicht, er ist dran geblieben. Das ist wirklich gut. Du akzeptierst ihn jetzt? Ja, für immer. Er gehört jetzt zur Familie. Nach dieser Zeremonie ist er mit seinen neuen Kumpanen ein Bier trinken gegangen. Es mag brutal gewirkt haben, doch das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Leben, das ihn als Gangmitglied im Süden LAs erwartet. Das letzte Wort überlasse ich dem Latino-Gangmitglied Pisto, den ich vor einer Woche kennenlernte. Sein Jump-In hatte er ebenfalls mit 13. Nun ist er 24. Die meisten Gangster seines Alters sind entweder tot oder hinter Gittern. Die hier ist mein Leben. Dies ist mein Leben. Ich trage diese Kanone jeden Tag meines Lebens. Sie ist mein Leben.